Herzlich willkommen hier in der wunderschönen Barockkirche in Niederroßlar. Mein Name ist Irmel Sandberg und ich stehe hier für die Johannesgemeinde Niederroßlar. Mein Name ist Angelika Reimann, ich bin Vorsitzende des Burg- und Heimatvereins Niederroßlar. Wir möchten Ihnen heute einen bedeutenden Niederroßlar nahebringen, Johann Gottlob Töpfer. Er wurde am 4. Dezember 1791 hier in Niederroßlar geboren. Er verstarb am 8. Juni 1870 in Weimar. Zu seinem 150. Todestag wollten wir hier in der Kirche mit einer Ausstellungseröffnung und einem Konzert an ihn gedenken. Leider müssen wir beides aufgrund der aktuellen Situation verschieben. Zum Glück gibt es moderne Technik. Und so können wir Ihnen etwas über Johann Gottlob Töpfer erzählen, der seinem Namen Gottlob alle Ehre gemacht hat. Und wir wollen es Ihnen ermöglichen, seine Musik zu hören. Im Jahr 2021, zum 300-jährigen Bestehens der Kirche Niederroßlar, wollen wir das Konzert wiederholen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie hier in unserer Kirche und in unserem schönen Ort einmal ganz persönlich begrüßen könnten. Und wenn nicht zum Konzert, dann zur Ausstellung hier in dieser Kirche. Gehen Sie nun mit uns auf eine musikalisch-virtuelle Reise. Johann Gottlob Töpfer ist wohl der berühmteste Sohn Niederroßlars. Sein Elternhaus steht in der heutigen Dr. Theodor Neubauer Straße. Hier erblickte er am 4. Dezember 1791 das Licht der Welt. Damals ahnt noch niemand, was er einmal Bedeutendes als Virtuose, Lehrer, Organist und Orgelsachverständiger leisten würde. Der kleine Johann entstammte einfachen Verhältnissen. Sein Vater Johann Ernst Töpfer war Weber, Ackerbürger und Musikant. Seine Mutter hieß Hanna Christiane, geborene Schlömilch. Das musikalische Talent hatte der kleine Johann Gottlob wohl vom Vater vererbt bekommen. Schon von klein auf lauschte er gebannt dem Klang der Kirchenglocken und vor allem dem Orgelspiel in der hiesigen Kirche. Beim Ortskantor Karl Heinrich Schlömilch erhielt Johann Gottlob den ersten Musikunterricht. Die im Dorfe wohnende Rätin Marianne Hagemann erkannte das Talent des Jungen. Durch ihre Vermittlung und Unterstützung ermöglichte sie ihm eine gute Bildung und Erziehung in Weimar. 1804 bis 1808 war Töpfer Schüler am Weimarer Wilhelm-Ernst-Gymnasium. Im Anschluss daran besuchte er von 1808 bis 1811 das großherzogliche Schullehrerseminar. Mit großer Hingabe vervollkommnete er sich im Orgelspiel und erreichte eine hervorragende Technik. Aber auch die Gabe, auf der Orgel wunderbar zu improvisieren. Dafür spendeten ihm seine Zeitgenossen ganz besonderes Lob. 1817 wurde er in Weimar als Musiklehrer am Seminar angestellt und 1830 zum Stadtorganisten an der Stadtkirche St. Peter und Paul ernannt. Die Stelle als Organist in Weimar behielt Töpfer bis zu seinem Lebensende inne, auch wenn er 1844 wegen unzumutbarer Arbeitsbedingungen um seine Entlassung bat. Er zog das Gesuch jedoch später wieder zurück. Seit 1823 führt er den Doktortitel für Musik. Johann Gottlob Töpfer war vor allem fasziniert vom Orgelbau selbst und widmete diesem Feld seine besondere Aufmerksamkeit. Jedoch fehlten ihm die nötigen wissenschaftlichen Grundlagen, sodass er Studien in Mathematik, Mechanik und Akustik anstellte
und sich zusätzlich in vorhandener Literatur weiteres Wissen aneignete. Da er auch Orgelrevisor für Sachsen-Weimar war und in dieser Funktion oft ins Ausland eingeladen wurde, hatte er Gelegenheit, weitere Studien zu betreiben und auf den Bau der Orgeln einzuwirken. So weilte er zum Beispiel auch in Marseille. Schon 1833 erscheint sein erstes Werk mit dem Titel »Die Orgelbaukunst nach einer neuen Theorie dargestellt und auf mathematische und physikalische Grundsätze gestützt«. Den ersten Nachtrag dazu veröffentlicht er schon 1834. 1867 war Johann Gottlob Töpfer schon 50 Jahre im Dienst. Aus diesem Anlass wurde er mit der Übergabe eines Jubiläumssammelbandes geehrt. Darin enthalten sind Kompositionen von Schülern und zeitgenössischen Komponisten, unter denen auch Franz Liszt seinen Beitrag leistete. Verdient gemacht um das Töpferalbum haben sich insbesondere Alexander Wilhelm Gottschalk, er war einst Töpfers Schüler, und der in Bad Sulza geborene Karl Müller-Hartung, Begründer der ersten deutschen Orchesterschule in Weimar. Über 400 Kompositionen sind von Johann Gottlob Töpfer überliefert. Davon sind die meisten Choralvorspiele für die Orgel. Aber auch ein Violinkonzert von ihm ist bekannt. Die besondere historische Bedeutung Töpfers besteht jedoch in den Veröffentlichungen zum Orgelbau. Seine Formeln zur Mensurierung von Orgelpfeifen, das sind Maßverhältnisse bei Orgelpfeifen, die den Klangcharakter bestimmen. Diese Formeln also dienen den Orgelbauern noch heute als Berechnungsgrundlage. Johann Gottlob Töpfer starb hochgeachtet am 8. Juni 1870 in Weimar und wurde auf dem historischen Friedhof beigesetzt.